Grüß Gott und herzlich willkommen hier wieder zurück in Altkirch im Elsass. Ja, da wo alles zurzeit noch drunter und drüber geht. Wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, meldet euch ganz einfach. In der Videobeschreibung von mir findet ihr den Discord-Link. Und wenn ihr genauso einen an der Klatsche habt wie wir hier, dann unseren. Und ja, keine Ahnung was. So, wir machen jetzt hier weiter. So, Herr Debois, haben Sie denn auch eigentlich mal irgendwo ein anständiges Auto? Was meinen Sie mit anständigem Auto? Mein Auto ist doch gut. Ja, aber mit dieser Krücke hier, haben Sie da überhaupt auch TÜV für und so? Oh, der hat sogar noch TÜV, du. Der hat ganz neuen TÜV. Grüne Neune, ey. Das Teil sieht ja noch nicht mal aus, als ob das verkehrssicher wäre. Aber gut, lassen wir das in den Raum gestellt. Ja, ich habe hier schon gesehen, hier ist Baumwolle, aber es fehlt wohl Schafswolle. Die wollte ich nach der Baumwolle liefern. Ich habe jetzt noch eine Ladung Baumwolle. Ja, und ja. Dann würde ich einen Anhänger voll Schafswolle bringen. Ja, was ist mit denen? Sind die beiden von Ihnen oder wo ist das jetzt hin? Einer von denen da hinten ist von mir. Den haben die mir schon abgeladen. Ah, okay. Gut, dann ich schaue mich mal gerade hier noch um. Die Herausforderung ist, dass ich unbedingt den Lohnunternehmer sprechen muss. Wie sieht das denn aus? Haben Sie, warum frage ich eigentlich? Ich glaube nicht, dass Sie es haben. Einen Radlader haben Sie nicht, ne? Nein, ich habe nur einen Traktor mit einer kleinen Schaufel. Ja, gut, okay. Und bis Sie dann da unten beim Holzwerk sind, dann ist Ostern. Hätten Sie Zeit, sich nachher gegebenenfalls was anzugucken, dass wir uns da unten eventuell beim Holzwerk treffen? Sie meinen beim Sägewerk? Ja, genau, ganz unten bei der Parzelle Feld 138 oder so. Ja, in einer Stunde könnte ich da sein. Okay, dann... Weil ich müsste jetzt noch zum Händler. Ja, ja. Und bei ihm noch ein neues Fahrzeug bestellen. Ja, da will ich auch nochmal gerade gucken, ob der da ist. Dann folge ich ihn ganz einfach mal. Was kriegen Sie denn jetzt für die Baumwolle? Ich habe dem Bürgermeister früher immer nach Ablieferung eine Rechnung geschrieben. Ja, okay. Machen wir jetzt hier Partau oder direkt oder haben Sie gerade nicht den Preis im Kopf? Für jetzt diesen Ballen, der würde 24.000 kosten. Ja, dann kriegen Sie die doch direkt, weil dann, ich mag das nämlich nicht, irgendwas offen zu haben. Bitteschön, dürfte online jetzt bei Ihnen angekommen sein. Merci, Monsieur. Ist ja. Geld ist, denke ich, angekommen. Ja, genau. Ja gut, wie weit ist denn der Händler hier? Wenn Sie hier vom Hof nach links fahren, bis zu dem Kreisel... Und dann rechts, dann sind es von da aus noch etwa 500 Meter. Ja, okay, ich schaue dann einfach mal hinterher. Ich gucke mich mal gerade hier noch ein bisschen um. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns später. So. Dann verlassen wir den guten Mann jetzt erstmal hier. Und... Was haben wir denn hier? Wollen wir mal Luki Luki machen, ne? Hunger hätte ich auch denn sagen, ne? So. In Herrn Debois. Ja, auch ein Knoten in der Zunge, ne? Kreisverkehr, was hat er denn gesagt? Links oder rechts? Kruzifix. Was ist das der hier? Jetzt müssen wir mal selber hier.
auf unserer... Ah, da müssen wir hin. Hat der mich jetzt gerade falsch geschickt? Das ist mir doch einer da. Ja, wenn wir als nächstes mal einen Besuch im Kraftwerk machen. Mal gucken, wie hier die ganzen Produktionen immer halt laufen. Gegebenenfalls uns selber hier hinter Steuer sind. Ja? Weil das eigentlich ja gar nicht so ein Ding ist. Aber okay. Ja. Aber da müssen wir uns echt mal schlau machen. Keine Steuern zahlen. Ich glaube, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist schon wieder so ein altes Fahrzeug. So. Was denn hier schön? Hier ein ohne Ladewagen. Teil aber geil. Was haben wir hier noch? Spitze. Sämaschine, ja. Ist eine Sämaschine. Da. Ja. Also, der gute Mann, der macht mir irgendwie so ein bisschen Angst. Oh, was ist das denn für ein schickes Teil? Gut, gut. Ist eigentlich gedacht, dass wir jetzt ah ja. Nicht ein bisschen groß und so. Ja. Hallöchen. Stehen da, als ob sie irgendwie abgeholt Hallo. Werden wollen. Ich warte jetzt nur auf meine Bestellung. Ah, okay, okay. Und das geht so schnell? Ja, die haben gesagt, der wäre gleich fertig. Oh, okay, okay, okay. Naja. Dann würde ich ja mal gerade sagen, noch viel Spaß beim Warten. Also, in einer Stunde treffen wir uns, ja? Ja. Okay. Sie wissen, wo Sie hin müssen, ja? Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ja, aber die Herausforderung ist, Sie kommen von Ihren Feldern aus da nicht rein. Ich kenne den Weg. Okay, Entschuldigung. Was denn hier? Ja. So, wollen wir jetzt mal... Ach, da draußen ist der... Wollen wir mal... Ach, guten Tag. Hallo, Herr Wegan. Herr Hans, wo ist denn Ihr Chef? Der ist oben bei uns im Sägewerk. Bei dem Sägewerk Holzform AG. Ach, du grüne Neune. Das ist ja eine komplette Weltreise da hoch. Ja. Können Sie den guten Mann irgendwie telefonisch erreichen oder so?
Nee, nicht wirklich. Da müssten sie hochfahren. Oh, je, das kostet doch Sprit. Wer soll das denn zahlen? Jetzt tut mir leid, Herr Wiegand. Ich bin nicht Herr Wiegand, ich bin der Herr Veganus. Ach, Herr Veganus, okay. Ah, ja, mit Ihnen. Also, was haben Sie überhaupt eine Ausbildung in der Landwirtschaft? Ja, in der Landwirtschaft habe ich eine Ausbildung, ja. Okay, wie nennt man die Ausbildung? Landwirt. Okay, Herr Hans, es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Fahren Sie jetzt gleich da wieder hoch? Ja, ich fahre gleich wieder hoch. Dann würde ich doch gerade sagen, ich fahre Ihnen einfach mal hinterher. Ja, das können Sie gerne tun. Dann würde ich sagen... Ich fahre mit meinem Auto. Mit was für einer Krücke sind Sie denn hier? Ach, ja, hier... Mit dem schönen Ding da. Ach, nicht der Unimog hier? Nicht, dass ich es wüsste. Ja gut, okay. Ich warte vorne am Eingang auf Sie und würde sagen, bis dann oben, ne? Ja, bis dann oben. Ja, dann werden wir uns mal wieder in unser Auto pflanzen. Und abwarten. Was der, der Mann jetzt da gleich losfährt. So, ja, warum ich jetzt gerade ein wenig abgelenkt war. Aufnahme ist ja heute am Samstag und ja, das Fußballspiel. Und da ging es ja um einen Schwerverletzten. Alter, wie schnell fährt denn das Ding überhaupt hier? Ein Blinker hat der auch nicht, oder? Ah, doch. Hey. So. Bin hier mal gespannt, wie weit wir da jetzt hinfahren müssen. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Stück da jetzt hoch. Und, ja. Der Hoffnung, dass dann da auch noch irgendwie Zeit hat. Und ich habe ja hier natürlich so ein bisschen im Auto nachgeguckt, geht auch noch ein ganz altes Handy gefunden. Und wir müssen jetzt mal gucken, dass wir die Nummern auf jeden Fall austauschen. Ja, wie geht's weiter? Das ist eine gute Frage. Klingt wohl nichts, dass die Gemeinde hier nur
sag mal schnell, rumfährt. Eine muss wohl selber an der Hand anlegen. Warum blinkt er denn die ganze Zeit? Mein Gott, er. La-di-da-di-da. Da. Gut, gut. Das Schleicher hier. Ach, hier sind sie auch nicht fertig geworden. Bauer Hans, ja. Ja, leider fahren wir auch in dieser Folge ganz viel spazieren. Aber ja, da sieht man auch, dass eben halt nicht viel wirklich abgesprochen ist. Wir machen natürlich immer ein kleines Gespräch zwischendurch nach jeder Aufnahme. Deshalb diese 3, 2, 1 Start und Stopp, was ich eben halt immer reinschreibe. Ja. Wie ihr seht, in der letzten Aufnahme waren wir noch auf der Zeit bei 1 geblieben. Wir haben uns jetzt eben halt darauf geeinigt, dass wir die Zeit ein wenig schneller vorlaufen lassen. Und ja. Dann müssen wir ja mal gucken. Also, wir müssen selber dann ja schauen, dass wir uns ja, Fahrzeuge holen. Ne? Ja, so, wie gesagt, tut leid, in der Aufnahme war jetzt eben halt wegen Spielen auch 20:30. Gut, gut, jetzt sind wir hier wieder voll und ganz, Wassermühle, wieder hier im RP-Geschehen dabei. Gleich auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme werden wir ein wenig mal vorfahren. Ihr jetzt hier nicht die ganze Zeit nur das Gefahre seht. Das wird auf Dauer ein wenig langweilig, würde ich behaupten. So. Ja, und dass ihr das auch im Blitzern lest, können wir leider nichts dran ändern. Und gut, in der nächsten Situation werden wir auf jeden Fall schon mal bei unserem Lohnunternehmer sein.
Somit danke ich euch erstmal, dass ihr wieder reingeschaut habt. Lasst gerne ein Däumchen da. Lasst gerne eure Vorschläge da. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und ja, unseren schönen Tag noch. Alle.